Herzlich willkommen zu die Sims 4 an die Arbeit Kids WG. So, ja, im letzten Part ja, war ja sehr traurig auf der Arbeit, hat aber sehr gute Arbeit trotzdem leisten können. Und ja, er ist halt traurig, weil ja, hier, sie müssen wir mal fleißig arbeiten lassen, weil Janet nun mal hier mit ihrem Freund geflirtet hat und die zwei hegen ja, also Janet und Willi hegen ja in der Stille romantische Interesse füreinander. Deswegen, ja, sind sie natürlich immer wieder traurig, wenn der andere rumflirtet. So, er will das Baby an Guren Pain. Oh ja, er schreit. Hat bestimmt Hunger. Ja. So, gib ihm mal die Flasche. Und dann kannst du schaukeln und liebkosen. So. Dann kannst du auch noch, sagen wir mal, reden. Grimassen schneiden und Windel wechseln. So. Dann können die zwei ja auch weil er braucht unbedingt Spaß. Naja, sie nicht unbedingt. Aber da er Spaß braucht, können die halt miteinander Zeit verbringen. So, und da ist sie auch zurück. Sie ist wegen der Arbeit sehr angespannt. So, dann sorgen wir dafür, dass sich etwas besser fühlt. So, und dann kannst du auch direkt was kochen. Mach gegrillten Käse und dann kannst du anschließend auch noch Specksalat Tomaten-Sandwich machen. Mal sehen, ob das ausreicht, weil sie muss ja hier noch hier weiterhin Essen zubereiten. So. Dann komm mal hierher. Oder direkt halt hierhin. Dann lassen wir sie auch hierher kommen. So. Dann kannst du Wange küssen und Kompliment übers Outfit machen. Küssen und dann knuddeln. Oh. So kannst du ihn versuchen aufzumuntern. Ja, versuch ihn mal aufzumuntern. Lumbek. Kras. Yibs. Bor behay a real. Yibs. Ikwa. Rugi. Ja, da ist es dann auch schon weg. Sehr gut. Und jetzt könnt ihr miteinander Spaß haben. Wie gesagt, Willi ist derjenige, der recht gut aufpasst. Und für ihn kommt natürlich erst ein Kind in Frage, wenn
die zwei auch miteinander verheiratet sind. So. So. Und unsere Jeanette. Unsere Jeanette kocht noch. Nein, sie isst gerade. Gut. Ihr geht's auch. Na, klappt es da hinten? So, wie viel Spaß hast du denn jetzt? Ja, gut. Und du musst, was musst du denn trainieren? Dann kannst du ja, wir hatten doch hier hinten im Garten, genau, Sandsack und das. Dann kannst du hier mal trainieren gehen. So, und du musst einfach nur freundliche Interaktionen machen. Okay. Gut, dann. Das sieht ja sehr gut aus. So, dann kommt der Teller hier hin. So, alles klar? Oh ja, das sieht auch gut aus. So, und dann solltest du noch was nehmen wir denn noch? Bam, bam, bam. Mach mal Pfannkuchen. So. Ja, noch ein Essen. Und dann hat sie auch schon wieder für die nächste Schicht alles erledigt. So, sie hat gerade erst begonnen. Okay. Was willst du denn? Will die plaudern? Nach Tag fragen. Okay. Und du willst Johnny heiraten. Okay. So, das Kleine schläft gerade. Ist gerade eingeschlafen. Aber setz bitte nichts in Brand. Ach so, da könnten wir ja auch mal kurz gucken, ob hier für Brand irgendwie alles da ist. So, die Eltern haben ja sich nur einfach ein Ups-Haus ausgeguckt. Aber ja, da ist der Brandschutz. Aber ich sehe keinen Rauchmelder. So. Priester? Nee, sie sieht nicht danach aus. Okay. Dann klatschen wir einfach jetzt mal hier den Rauchmelder hin. So. So. Sehr schön. So, sie trainiert. Dann kann ich ja hier wieder so machen. Schön. Und sehr schön. Gut gemacht. So, dann kannst du jetzt auch zu deinem Schnuggelchen ins Bett hüpfen. So, die nächste Generation ist ja auch. Oh. Tja, daraus wird nichts. Schlafen gehen. Einmal schmutzige Windel, dann was Gutes aus der Brust und dann kannst du liebkosen, hüpfen, reden und dann kannst du da schlafen. So. So, okay. Und wie schaut's bei dir aus?
50%, okay. Da musst du noch ein bisschen weiter ackern. Es tut mir leid. Aber was sein muss, muss sein. Und du musst leider immer abends trainieren, weil morgens habe ich nicht so die Zeit dafür, dich im Auge zu behalten, dass du auch wirklich gut trainierst. Also musst du das machen, bevor du schlafen gehst. So, joggen gehen, weil du energiegeladen bist. So, sobald es da auf abgeschlossen springt, kannst du schlafen gehen, Madame. So. 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 Lautstärke niedrig. So. So, Madame, du hast es geschafft. Sehr schön. So, dann kannst du jetzt zu deinem Schnuckelchen auch ins Bett hüpfen. So, oder willst du erst vorher noch duschen? Dann geh erstmal hier schnell duschen und dann kannst du schlafen gehen. So, wir schalten mal hier automatisch Lichter, alle Lichter. So. Weil es muss ja wirklich nicht das ganze Haus beleuchtet sein, wenn nur bestimmte Zimmer gerade in Gebrauch sind. Weil das ist unnötig. Warum sollen überall Lichter an sein, wenn da überhaupt keiner drin ist? Das ist nur unnütz Geldausgeberei. So. Geht das wirklich schneller? Ich glaube nicht. So. Willi muss in 5 Stunden wieder los. Und er muss die Verdachtsperson verhören. Okay. Aber er ist bereit, befördert zu be werden, sobald das hier. Hallo, Johnny. In Gericht nehmen. Ja, okay. Der Kleine ist auch schon wieder. Der Lukas ist auch schon wieder wach. Naja. So, was willst du mit Janet flirten? Okay. Halten wir dir erstmal etwas fest. Sind zwar wieder weg, sobald ich wieder zur anderen Familie wechsle, aber das geschieht ja erst am Montag. So. Na, schmeckt es dir? Wie ist es denn? Ausgezeichnet. Sehr schön. Ihr seid das ja nicht anders gewöhnt, ne? Nur immer das beste Essen auf dem Tisch zu haben, ne? So, danach, wenn du gegessen hast, dann musst du denn wieder auf die Arbeit. Bist da ja nicht. In 2 Stunden. Dann musst du hier gleich verwenden. So, du bist jetzt fertig. Gut, dann geh mal auf Klo. Willi muss, kann auch mal hierher kommen. Der muss auch in 2 Stunden los. So. Dann kann Johnny mit ihm jetzt gleich mal quatschen. So. Freundliche Sachen. Freundlich kennenlernen. Freundlich übers Outfit Kompliment machen. Geheimnis ausplaudern. Und Interessen.
So. Fubatorka? Tribs. So. Bolito. Ho ho. Ha. Treyun Soon Warpda. Isper Rubor. Jauna. Benor Sneep. So, und dann Yennefer. Crooch. Benor. Tratschen. Troba. Garza. Sneep So. Charso Und Denoy. dann Alcha. schmeicheln. Flagisi. Ah, Bouchard. Quark. Smavadish. So, nochmal. Ibadawig Ab. Oh. Bafani Dawi. So. Krubara. Gut. Shirshagip. Jetzt müssen wir zusehen, dass er und sich einigermaßen hinkriegt. Verwenden, duschen. Essen könnte er noch ungefähr auf der Arbeit. Gut, duschen könnte er auch. Yibsi. So, jetzt hört auf zu quatschen. Barovi Johnny muss auf die Sensen. Arbeit. So, sehr schön. Johnny geht jetzt zur Arbeit. Der muss nämlich unbedingt, weil er jetzt das eine Mal nicht. So. Du bezahlst jetzt mal eben. Jetzt ist das Klo kaputt. Naja. Du kannst eben noch die Rechnung bezahlen. Ich hoffe, das reicht. So, und du bist schön fleißig. So. So, mach hinne. Naja, sonst macht der, bezahlt er halt von der Arbeit aus eben. Und da schreit das Kleine oder der Kleine. So. Und gleich so. So, okay. Gut. Also ab auf die Arbeit mit ihm. So. Keine Ahnung, wofür wir jetzt Rabatt gekriegt haben. Verstehe ich halt nicht. Aber naja, durch irgendwas haben wir halt jetzt Rabatt gekriegt. Nun gut. Dann muss er jetzt halt zusehen. So. Yibsy, So, wir haben noch Sachen zu Anne. Ach, erstmal abgleichen. Alle belegt. Nee, da. Dann kannst du hier eben abgleichen. Oh, wir haben von den anderen so viel. Dann fangen mal mit den Fotos an. Quetzalplas. Piranha Quetzalplas. So, dieser Straffi könnte wirklich unserem Willi gefährlich werden. So. Und die hier genießen ihre zusammen, also ihre Zusammensein. Immerhin sind sie nicht in Einzelhaft. So. So, Beweise analysieren. Okay, wie es dann weitergeht, ich trage ihm das schon mal hier ein, Beweismaterial. Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part.
Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss!